Der Tag geht, die Nacht kommt. Am Busbahnhof von Koti, einem Hauptverkehrsknotenpunkt in der indischen Megacity Hyderabad. Hier wimmelt es von Bussen, Taxis und Rikschas. Scheinwerfer gleiten im Ankommen und Abfahren über Menschen, die auf ihr Transportmittel warten, und über Frauen, die hier auf Kundschaft warten. Koti ist ein Straßenstrich. 1 bis 3 Kunden hat eine Frau pro Nacht. An jedem verdient sie 100 Rupien, etwa 1,20 Euro. Den Großteil nimmt sich der Zuhälter. Die Frauen leben in ständiger Gefahr. Eine Frau erzählt, wie sie mit einem Kunden mitfuhr und dann von 5 Männern vergewaltigt wurde. Eine andere erzählt, wie sie von der Polizei festgenommen, mehrere Tage in einer Zelle gehalten und geschlagen wurde. Jayama Bandari wurde als junge Frau selbst zur Prostitution gezwungen, von ihrem eigenen Mann. Er schlug sie, setzte sie psychisch unter Druck und drohte, sie und ihre Tochter zu töten. Heute hilft Jayama mit ihrer Organisation Chaitanya Mahila Mandali, CMM, Frauen in der Prostitution und deren Kindern. CMM beschäftigt mehrere Frauen als Streetworker. Sie klären über Bedeutung und Benutzung von Kondomen auf und stellen sie kostenlos zur Verfügung. Sie begleiten Frauen zu Gesundheitschecks und Arztbesuchen und haben immer ein offenes Ohr. Viele der Frauen, die an der Bushaltestelle arbeiten, leben in Singarini Colony, einem Slum am Rand von Hyderabad. Rund 30.000 Familien hausen hier in Baracken aus Wellblechresten, Holzbalken, Plastikplanen, Decken und weiteren Fundstücken. Wo ein Verschlag aufhört und wo die nächste Hütte anfängt, ist schwer zu erkennen. Es stinkt nach Kloake, Hunde wühlen in Müllbergen, unzählige Moskitos schwirren durch die Luft. Viele Menschen sind krank. In vielen Hütten leben alleinerziehende Frauen. Die Männer sind gestorben oder abgehauen. Der Slum ist kein guter Ort für Kinder. Die Menschen trinken viel, die Kriminalitätsrate ist hoch, sexuelle Übergriffe sind ein großes Thema. Eltern verheiraten Mädchen schon als Teenager, um sie vermeintlich in Sicherheit zu bringen. Töchter von Frauen in der Prostitution leben in besonderer Gefahr. Oft wartet der Freier der Mutter nur darauf, auch die Tochter zu missbrauchen. 2007, CMM unterstützt tausende Mädchen und Jungen aus dem Slum beim Schulbesuch. Die Kinder bekommen Hefte, Stifte, Taschen und werden nachmittags in mehreren Nachhilfezentren betreut. Das sind schlichte Wellblechhütten, doch hier bieten Nachhilfelehrer Unterstützung, die gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Um Mädchen komplett aus dem Umfeld der Rotlichtviertel nehmen zu können, haben Jayama Bandari und Jaya Singh Thomas das Happy Home gegründet. Ein Heim, das Sicherheit bietet, gesundes Essen, Unterstützung beim Schulbesuch und bei einer Ausbildung. Tammy war 2 Jahre alt, als sie ins Happy Home kam. Ihre Mutter Gita gab sie in die Obhut von CMM, weil sie zur Prostitution gezwungen ist, seit sie 22 ist. Mehrfach versuchte sie, aus diesem Sumpf zu entkommen. Vergeblich. Ende 2018 platzt das aktuelle Haus mit 43 Mädchen aus allen Nähten und CMM macht sich an die Pläne für ein großes neues Haus mit Platz für 200 Kinder. Im Happy Home haben die Mädchen eine Perspektive. Hier wächst eine Generation heran, die eine Chance auf ein freies und glückliches Leben hat. Weit weg von Armut, Krankheit und Prostitution.